Hallo ihr Lieben, ihr seht, es ist schon wieder Nacht, ja, und es geht weiter mit unserem zweiten Teil rund ums Dino-Tal. Wir haben Frostflower diesmal dabei und wir haben Quacks dabei, der hier ordentlich Spektakel macht. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach die Pferde mit, die da auch ein bisschen flotter laufen können, weil die Runden teilweise relativ groß sind und ich habe mir den Rucksack auch schon hier reingezogen. Ich wollte euch mal zeigen, ich bin hier schon ein paar Mal hergeritten. Wir suchen das grüne Skelett, das grüne kleine Skelett, das ist unser erstes, was wir überhaupt suchen. Und zwar findet man es, wie uns ja Frank verraten hat, in der Nähe vom See, an der Stelle, wo wir Igor damals aus dem Wasser gefischt hatten und rund um den Aufzug. Und das ist auch so, ihr Lieben. Ihr seht, ich habe hier von jedem Teil, es gilt hier vier Teile zu finden, nämlich einmal den Kopf, dann die Rippen. Große Knochen und kleine Knochen müssen wir jeweils immer finden bei dieser Skelettsuche. Und wir haben alle vier Teile gefunden. Uns fehlt allerdings noch was. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich noch nach Adam Riese eine Rippe brauchen wir noch. Und wir brauchen noch drei von den großen Knochen. Und ich bin hier auch schon den zweiten Tag unterwegs. Wir begeben uns mal auf den Weg Richtung Dinotal und dann zeige ich euch die Strecke, die ich geritten bin. Vielleicht sind es nicht alle Stellen, ihr Lieben. Das kann natürlich sein, dass ich da was übersehen habe. Gut möglich. Aber ich habe bis jetzt da, wo ich lang geritten bin, da habe ich die Sachen gefunden. Und die spammen auch immer einfach per Zufallsgenerator immer wieder auf. Das heißt, ihr könnt da einfach ein, zweimal am Tag mal hinreiten, mal so zwei, drei Runden drehen. Und dann müsst ihr Geduld haben. Irgendwann findet ihr die Sachen. Ja, aber jetzt machen wir uns erstmal hier auf den Weg. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt hier gerade raus, wie ihr seht. Geradeaus geht's zum Aufzug. So, und bei diesem kleinen Skelett, da lohnt es sich tatsächlich nicht, den Aufzug zu nehmen, sondern einfach mal hier runter zu reiten. Wie gesagt, ich zeige euch die Runde, dass die Stellen aufspammen, also dass man da wirklich auch graben kann. Das ist eher so Zufall, ne? Und da hat man auch keinen Einfluss drauf. Wir gucken jetzt einfach mal. So, also wenn man jetzt hier den Weg runterreitet, dann hat man hier, sobald man um diese Kurve kommt, eigentlich eine Chance, den ersten Stein schon zu finden. So. Und zwar ist der so versteckt, dass man ihn eigentlich fast nicht sieht. Der liegt nämlich hier irgendwo und ich reite da jetzt gleich wahrscheinlich wieder vorbei. Oh nein, Leute, es ist immer das Gleiche. Ich glaube, hier war der irgendwo hier. Seht ihr? Hier ist der Stein. Ja, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht stundenlang davor stehen bleiben. Entweder ihr habt Glück und das Ding spammt auf oder ihr könnt einfach weiterreiten. Auch die Stellen tun nichts zur Sache. Es ist alles Zufall, wo ihr was findet. Ne? Ihr könnt natürlich darüber hinaus noch irgendwelche anderen Gegenstände finden, die mal mehr, mal weniger wertvoll sind. Dann gibt es noch so Sammelfiguren, die kann man auch finden. Hier ist der nächste Stein. Im Übrigen, der auch nicht leuchtet. Wir haben irgendwie kein Glück, ihr Lieben. Deswegen, das ist das reinste Geduldsspiel. Ja, egal. So, und wenn man jetzt hier runterkommt, dann ist hier vorne noch ein Stein, der ebenfalls nicht leuchtet. Das wäre Stein Nummer 3, den ich gesehen habe. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt sind. Und die werden einfach nach Lust und Laune aktiv. Ich weiß gar nicht, mit was das zusammenhängt, ob das damit zusammenhängt, ob hier vielleicht vorher einer hergeritten ist. Hier ist der nächste Stein. Huch, jetzt stehen wir fast drauf. Hier, ne. So. Ja, ihr Lieben. Jetzt ist es natürlich so eine Sache. Jetzt kann man das so machen. Ich mache das immer so. Ich reite hier eigentlich irgendwie. Man kann hier hinten rumreiten. Ich weiß gar nicht, war hier auch noch ein Stein? Meistens mache ich hier noch so einen Schlenker und guck mal, weil das kann ja auch sein, dass man was übersehen hat. Generell solltet ihr einfach alles, was hier größer aussieht, mal so ansteuern. Diese Steine sind entweder bei anderen Felsen, habe ich gesehen. So bei Felsen, an Zäunen findet man die oft oder Baumstämmen. Na, da muss man einfach mal drum rumreiten. Und wie gesagt, wir haben ja hier unser Häuschen. Ja, das ist jetzt leider nichts. Das ist nur der Atem von Frostflower, die hier fast schon einfriert. Egal, wir machen das jetzt einfach der Einfachheit halber so. Wir reiten mal hier lang. Wie gesagt, da hinten ist der Stein, den hatten wir aber schon gesehen. So, dann war hier oben noch was. Hier waren, glaube ich, auch noch welche. Da kann man einfach mal hier so quer durch die Botanik reiten. Wie gesagt, vielleicht haben wir einfach mal Glück.
Das ist echt ein Glücksfall, ihr Lieben. Das heißt, wenn ihr Pech habt, dann sucht ihr hier tagelang nach diesem Skelett, bis ihr es vollständig habt. Das ist wirklich, ne? Deswegen, ich würde mir einfach mal immer so ein bisschen Zeit mitnehmen, wenn ihr vorhabt, hier diese Buddelaktion zu machen, dass ihr wirklich sagt, so, jo, wir reiten hier einfach so zwei, dreimal die Strecke ab. Ich reite jetzt hier kreuz und quer, ne? Ihr seht das. So, hier hinten war auch noch was. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt gar keinen. Das Glück ist nicht auf meiner Seite, ihr Lieben. Wir versuchen es mal auf der Seite erstmal. Da war definitiv auch noch was. Und ich glaube, das war hier hinter. Aber, nee, hier vorne war das. Seht ihr? Da, wo ich jetzt die Maus drüber halte, also meinen Cursor. Hier glitzert auch nicht. Ja, uns wollen sie heute irgendwie. Die wollen nicht, dass wir was finden, ihr Lieben. Wir müssen ja nur 10.000 Mal durchs Dino-Tal. Schwieriger Fall, ne? So, das sind schon mal so ein paar Stellen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auf der anderen Seite haben wir auch noch mal ein paar Stellen. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier mache. Ach so, man konnte sich das so merken. Hier an dieser Fackel quasi. Immer noch nichts. Nee, immer noch nichts. Hier an dieser Fackel. Da sollte man einfach mal versuchen, sich hier so links in die Botanik reinzuschlagen. Hier so querbeet da hoch. Und zwar auf diesen Stein zu. Da kommt ihr unterwegs noch an anderen Steinen vorbei, die alle nicht leuchten. Hier vorne ist zum Beispiel einer. Hier, ne? So. Und da oben. Wo war er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der Kleine? Moment, Leute. Moment. Wir sind noch nicht an der richtigen Stelle. Hier, ach nein, wir haben ein Glück. So, der wird jetzt aktiv. Und jetzt werdet ihr uns sehen, wie wir die Betty schwingen. Die Betty, mal gucken, was dabei rumkommt. Ah, da hatten wir schon mal drei Teile auf Amma gefunden, seht ihr? Und jetzt haben wir was ganz Unerwartetes gefunden. Ja, dann nehmen wir das doch mal und gucken uns das auch mal an. Und ihr seht, ich bin hier total, absolut, ne, voll in mein Inventar ist voll. So, ich habe eine alte Silbermünze gefunden, ist für nichts zu gebrauchen, verkaufe es. Da steht immer dabei, ihr müsst einfach nur, wenn ihr mal gar nicht wisst, was ihr damit machen sollt, immer den Cursor drüber halten. Und ich kann euch auch nur empfehlen, das zu verkaufen. Ach ja. Und dann, passt auf, ihr könnt auch sowas finden, hier so kleine Statuen zum Beispiel, die haben einen höheren Wert und da steht dann auch ein anderer Text. Ne? Da steht dann zum Beispiel sicher wertvoll. Vielleicht möchte das jemand gegen etwas eintauschen. So, und bei den Statuen, da weiß ich, ne, dass man da, glaube ich, 5 Stück von braucht. Und dann kann man die auch da hinten im Lager, Nick Stonegrounds Lager, da können wir auf jeden Fall das eintauschen. Und zwar bei seinem Freund Harley, glaube ich. Ne, der quasi uns hier diese Axt, diese ne, Betty, die gute Betty gegeben hatte. Bei dem kann man das alles eintauschen. Ja, ne, und dann, ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt, keine Ahnung. Habe ich ja auch noch nicht versucht, weil ich suche ja hier noch. So, ihr Lieben, so, jetzt haben wir hier folgendes Problem. Wir können jetzt hier runterreiten. Ich habe Folgendes gemacht. Ich bin schon mal rechts rumgeritten. Da findet man auch was. Allerdings sind das Sachen fürs blaue Skelett. Können wir einfach mal machen, weil wir auch schon mal fürs blaue Skelett schon mal was gesucht hatten. Da kommen nämlich auch noch Steine. Beziehungsweise war das ein Stein? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da immer so rumgeritten. Aber das ist nicht hier, ne, seht ihr? Da zum Beispiel. Das sind aber dann Sachen für das blaue Skelett. Das wäre also das nächste, was danach kommt. Ne, und wenn ihr hier immer an der Wand lang reitet, an der Wand entlang reitet, seht ihr, hier ist auch noch ein Stein. Alles fürs blaue Skelett. Hat mit unserem, was wir da suchen, glaube ich, gar nichts zu tun, so wie ich das mitgekriegt habe. Ne, und dann ist hier vorne, wo man hier das Erdgas, auch also dieses Gas nochmal kriegt, da war auch noch ein Stein, ich glaube hier hinter. Wie gesagt, alles momentan nicht aktiv, deswegen wir gehen wieder zurück. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Ihr könnt quasi, wenn ihr hier runter reitet, ne, ihr müsst hier nicht rechts rum, ihr könnt direkt links rum eigentlich gehen. So habe ich es gemacht. Also ich habe die Sachen eigentlich auf der Strecke gefunden. Na, wenn man hier runterkommt, da oben ist ja der Weg. Machen wir einfach nochmal, damit ihr euch nicht verlauft. Ne? Wenn man jetzt hier quasi auf diesem Weg steht. Na, hinter uns ist die Säule. Wir kamen von da hinten. Da hatten wir ja gerade geguckt. Da haben wir gerade gebuddelt. So, jetzt sind wir auf dem Weg vor der Säule. Hier einfach runter. Ich mache das jetzt ein bisschen umfangreich, ne? Mit Absicht. Weil ich einfach davon ausgehe, dass vielleicht auch mal Jüngere gucken, ne, und vielleicht auch noch nicht, vielleicht sich hier verlaufen, ne, mit dem Text nicht unbedingt was anfangen können, seht ihr. Und jetzt haben wir hier noch einen Stein gefunden, gut, dass wir hierher gegangen sind. Da können wir jetzt auch mal wieder buddeln. Und damit die hier auch klarkommen und eine Chance haben, beschreibe ich das jetzt.
total ausführlich. Lieber etwas ausführlicher, als dass hinterher jemand nicht weiß, wo er langreiten muss. Und seht ihr, wir haben wieder was gefunden. So, wir haben, glaube ich, mal gucken. So, Rippenknochen, das ist doch schon schön. Das heißt, wir haben die Rippenknochen, haben wir jetzt. Jetzt haben wir 7. Ihr habt, am Ende habt ihr mehr, als wie ihr braucht. Das, was ihr nicht braucht, könnt ihr, glaube ich, dann im Anschluss auch verkaufen. Aber erst abgeben, ganz wichtig. Nicht vorher verkaufen, sondern erstmal dahin eintauschen. Wie und wo man das eintauscht, das erkläre ich euch später. So, jetzt. Ja, jetzt hatten wir hier was gefunden. Und wie gesagt, hier hatten wir, an der Stelle hatten wir ja unseren Igor rausgefischt. Und seht mal, da vorne scheint auch gleich was aktiv zu werden. Hier ist nämlich auch noch ein Steinchen. Haben wir aber Glück hier mit dem See heute. So, uns fehlen auf jeden Fall noch 3 große Knochen. Mal schauen, ob wir da jetzt Glück haben. Das wäre natürlich total super. Weil dann zeige ich euch noch kurz, wie ich dann weitergeritten bin, dass ihr die Strecke komplett habt. Die war relativ kurz. Na, das ist auf jeden Fall auch irgendwas, was wir gebrauchen können. 2 Stück davon. Moment. Kleine Knochen, ja, die brauchen wir eigentlich nicht, Mensch. Das sind die großen Knochen. Aber ist egal, macht nichts. Wir nähern uns doch dem kompletten Skelett. Das ist ja schon mal schön. So, jetzt könnt ihr nämlich hier rumreiten. So, und hier ist ja dieses kleine Wäldchen, ne? Ist so ein Wäldchen. Da kommt man relativ blöde hin. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, jetzt könnt ihr hier oben rüber, zum Beispiel. Jetzt ist aber wichtig, einfach hier unten nochmal vorbeizugucken, weil hier liegt nämlich auch ein Steinchen. Hier ist auch ein Steinchen, was aber gerade nicht aktiv ist. So. Ich habe es jetzt immer so gemacht. Ich weiß nicht, da vorne ist, glaube ich, auch nochmal was. Oder? Liegt da was? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Hier, ja, doch, seht ihr, hier kann man auch nochmal hinreiten, hier hin. Na, einfach von da aus geradeaus weiter. So, und dann gehe ich meistens da hinten wieder hoch. So mache ich das. So habe ich das gemacht. Wie gesagt, schade ist, dass da manchmal so wenig aktiv sind. Also das ist wirklich ein langwieriges Unterfangen. Dann hier einfach hoch. Ne? Hier kommt ein kleiner Sprung. Hopp. Uch, jetzt haben wir hier irgendwie nicht rechtzeitig die Hilfen zum Absprung gegeben, Mensch, ihr Lieben. Blöd. So, dann war, glaube ich, hier auch noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir gucken vorsichtshalber. Oh, da kommt man ja echt total durcheinander. Ich meinte, ich hätte da was liegen sehen, aber da das noch nie aktiv war, weiß ich jetzt nicht, ob das noch mit zu dem grünen Skelett gehört oder eben nicht, ne? Keine Ahnung. Ich meinte, ich hätte hier was gesehen. Wir traben hier mal so ganz vorsichtig drumrum. Ja, so, wir werden es jetzt gleich wissen, ihr Lieben. Denn wir haben Glück. Ja, am See ist jetzt hier doch wohl mal... Das war gut, dass wir hier jetzt... Also ganz ehrlich, ich bin so oft jetzt am See vorbei. Ich glaube, ich bin hier bestimmt schon so 7-mal hier rumgeritten oder 8-mal. Und am See war nie irgendwie, ne? Also die Stellen, die ich euch jetzt heute zeigen konnte, die sehe ich aber jetzt auch zum ersten Mal. So, jetzt haben wir hier wieder irgendwas gefunden. Wir haben einen antiken Knopf gefunden, den man auch für gar nichts gebrauchen kann. Das heißt, den können wir nachher auch verkaufen. Verkaufen könnt ihr egal bei welchem Händler, ne? Das ist wie immer, ne? Also da gibt es nichts zu beachten. Ja, wie gesagt, man weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier einmal rum. Ich würde gleich gerne da vorne nochmal gucken, weil, ne? Das ist immer so. Also diese herausragenden Gebilde, die hier stehen, ne, sei es jetzt ein Berg oder sei es hier irgendwie so eine Eisscholle oder so, da lohnt es sich immer mal hinzureiten, drumherum zu reiten, weil das sind so Punkte, wo meistens irgendwas liegt. Also das ist das, was mir jetzt hier so aufgefallen ist, zumindest bei dem Skelett, welches wir jetzt suchen. Ne? Das ist ganz oft so. Aber hier ist, glaube ich, jetzt nichts. Ne? So, nee, hier war nichts. Ja, dann haben wir eigentlich im Grunde genommen hier auch schon alles so ziemlich gesehen. Das heißt, die Runde ist nicht ganz so groß. Und dann kann man hier, ne, wo unsere Rennstrecke ist, einfach wieder am Berg hoch. In der Freischaltungsquest, da lagen ja hier noch irgendwelche Sachen, ne, rund um den See. Das ist die ganze Zeit bei mir inaktiv gewesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch noch mit dazugehört. Ob das Sinn macht, hier einfach nochmal so lang zu reiten. Ich weiß es nicht. Da kann ich euch nicht sagen. Ich mache das immer, aber bis jetzt hat sich da nichts getan. Oder ob das wirklich einfach zur Einführungsquest zählte und dann automatisch inaktiv bleibt, weil ihr die Einführungsquest zur Archäologie abgeschlossen habt. Das kann natürlich gut möglich sein. Ich habe keine Ahnung. Ich reite immer vorsichtshalber nochmal lang.
Na, damit ich nichts übersehe. Man weiß ja, hier waren die Steine, aber ich glaube, dass die nicht aktiv werden. Wenn das jemand weiß, ihr könnt mir das gerne unten reinschreiben. Na, ist vielleicht auch für alle anderen ganz interessant. Die Leute, die vielleicht die Videos gucken oder so, die wissen es dann auch, weil ich kann es euch jetzt wirklich nicht beantworten. Keine Ahnung, also viele Sachen sind hier auch einfach, ne? Oder auch so die Zeiten, wann die Steine aktiv werden, weiß ich alles nicht. Habe ich auch noch nicht zugefunden im Internet. Es gibt ja hier diese Seite, von der habe ich auch schon mal, glaube ich, im ersten Teil gesprochen, meine ich. Und zwar Jorvikpedia. Also, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, weil da könnt ihr auch nochmal selber nachlesen. Da sind alle Skelette aufgeführt und die Leute, die haben sich super viel Mühe gegeben. Na, und allerdings in Textform wird da beschrieben, also ohne Karte, wo man die Sachen findet. Aber lohnt sich ja. Ne? Also da kann man vielleicht auch nochmal gucken. Vielleicht findet man doch den einen oder anderen Stein. Ich habe auch reingeguckt, also ich fand es hilfreich. Und möchte mich an der Stelle einfach mal da bedanken. Finde ich total großartig, was dafür... ja, für Arbeit gemacht wird, weil das scheint echt nicht so einfach zu sein. Und wir haben es hier noch mit dem leichten Teil zu tun, ihr Lieben. Das wird nicht besser, das wird eher schwerer. Und dauert auch länger, ne? Weil dann braucht ihr hinter mehr Teile. So, jetzt haben wir hier nochmal einmal so einen Punkt. Mehr fallen mir dazu tatsächlich im Moment auch nicht wirklich ein. Obwohl, wartet mal, ich glaube, oben vor Kopf war noch was. So, jetzt haben wir hier wieder... was anderes gefunden, was auch immer das jetzt ist. Das ist hier so ein netter Stein, der auch nichts wert ist, außer ein Jorvik Schilling, ne? Also so, macht jetzt nicht so viel Sinn. So, und jetzt könnt ihr natürlich, um die letzten Teile auch nochmal zu sehen, könnt ihr ja einfach mal gucken, dass ihr hier gerade ausreitet am Aufzug vorbei. Ich glaube, da waren nämlich auch noch ein paar Stellen da hinten. Dann mal hier hinten so hin. Da gucken auch immer ganz viele. Da sind auch noch mal so zwischendurch Steine. Da muss man hier mal so am Gestrüpp vorbei. Seht ihr da oben? Da fängt schon einer an. Ne? Hier so direkt an den Felsen vorbei. Dann habt ihr hier auch noch mal einen Stein. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt wirklich alle gezeigt habe. Aber... ne, für den Fall, dass ihr mit dem Text nicht klar... ich glaube, das war gut, dass wir hierher geritten sind, weil ich glaube, wir haben unser Skelett komplett, ihr Lieben. Tatsache, drei große Knochen. Ja, supi, Leute, supi. Ich freue mich. Das ist ja herrlich. Herrlich, herrlich. Wir sind fertig. Wir haben das tatsächlich abgeschlossen. Hier, so, jetzt steigen wir erstmal auf und ich zeige euch aber eben nochmal die Stellen, die ich gesehen habe. Guck mal hier vorne. Hätten wir auch unten bleiben können, ne? Ich steige nochmal ab. Wir machen das trotzdem, weil ihr könnt ja hier auch diese Figuren finden. Kann ja sein, ne? Man kann also hier weiter buddeln. Ihr könnt einfach hier immer nochmal lang reiten. Ich weiß gar nicht, da bekommt man so extravagante Sachen. Das war jetzt auch der Kopf, den wir auch schon hatten. Aber ihr seht, ne? Vielleicht wird ja hier noch ein bisschen was aktiv, dass ihr ein bisschen was seht. Ich mache hier nochmal die Runde. Und dann... dann können wir uns nämlich gleich nicht gen Heimat, sondern Richtung Firgrove müssen wir dann. Weil in Firgrove gibt man das ab. Ne, bei unserem Professor Jura, den haben wir ja schon gesprochen in der Einleitung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr, ihr Lieben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier war nichts mehr. Ich glaube, das war wirklich so ziemlich alles. So, ihr Lieben. Wie gesagt, wenn man das Skelett komplett hat, was bei uns jetzt tatsächlich der Fall ist, wir haben also ein sagenhaftes Glück, dann kann man nach Firgrove. Ne, und dort dann einfach die Sachen eintauschen. Und das machen wir jetzt auch. Wir sehen uns aber dann direkt in Firgrove. Und dann erzähle ich euch das weiter. So, ihr Lieben, ich habe den Hänger einfach genommen. Na, also habe mich vorher abholen lassen, habe den Hänger genommen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Professor, zu dem Guten. Der steht ja hier hinten, hinter den Stellen. Da läuft er gerade, habt ihr gerade gesehen. Den müssen wir ansprechen. Und bei dem kann man das Skelett tauschen. Und zwar, bevor ich das jetzt mache, die Aufgabe... findet ihr unter den verfügbaren Aufgaben. Hier, ne? Und zwar heißt sie Geschenk an das Museum, ein kleines Dinosaurier-Skelett. Das sind alles Aufgaben, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, in der ersten Folge direkt. Es ist unwichtig, also es gibt Zusatzsachen, aber es ist völlig unabhängig von der Geschichte. Das heißt, ihr könnt euch das einteilen, so wie ihr lustig seid. Ne, und ihr müsst das nicht zwingend jetzt machen. So, jetzt reden wir mit dem mal. Geschenk an das Museum, ein kleines Dinosaurier-Skelett. Und ihr seht, wir haben das fertig. Und wir bekommen
ein paar Wintermeister-Handschuhe. Wir haben ja schon die Wintermeister-Hose, haben wir ja schon bekommen. Und jetzt bekommen wir noch Handschuhe. Das ist natürlich toll. Die Sachen haben gute Werte. Kann man ja gut gebrauchen. So, jetzt machen wir es mal von so, damit ihr auch ein bisschen was seht. Die sind relativ bunt, aber ist hübsch. Blau, braun, so wie ich das sehen kann. Das ist natürlich immer so, täuscht immer ein bisschen, wenn man abends unterwegs ist. So, wir tauschen das ein. Zack. So, und dann wird das hier weniger. Das heißt, ihr könnt das auch nur einmal eintauschen, so wie ich das sehe. Ne? Irgendwann habt ihr alles. Also wir müssen jetzt als nächstes ein ungewöhnliches Dinosaurier-Skelett suchen. Das ist das Blaue. Und dann das Mystische und das Spektakuläre. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, eins haben wir schon gefunden. Ich werde euch auch noch die anderen Wege erklären. Auf jeden Fall, wir werden es wieder ähnlich machen. Das heißt, ich buddel, werde mir irgendwie eine Reitstrecke zusammen suchen da irgendwo, werde mich da durchwuseln und dann, ne, dann machen wir wieder irgendwie so eine Runde. Wenn wir Glück haben, haben wir das so wie jetzt. Ne? Wenn ich euch die Stellen zeige, dass ich da die letzten Teile tatsächlich finde, kann auch sein, dass ich die Teile vorher schon gefunden habe. Ich zeige euch auf jeden Fall ungefähr den Weg, dass ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Ne? Und wir können ja auch trotzdem da einfach mal buddeln, wenn da was frei wird, weil manchmal findet man, wie gesagt, diese Gegenstände, diese anderen Gegenstände, die man halt auch tauschen kann. Ja, ne, und dann werden wir uns hier so durchwuseln. Wie gesagt, das kann sein, dass das ein bisschen dauert, bis die nächste Folge kommt, weil das doch sehr zeitaufwendig ist und ich auch nur begrenzt Zeit habe. Ich denke aber dran, wie gesagt, also es geht definitiv weiter, genauso wie die Sternenjagd habe ich euch ja, erzähle ich euch schon die ganze Zeit, wollte ich auch machen. Ich komme im Moment nicht dazu, aber wie gesagt, Sterne suchen werden wir auch noch machen, diese Suchaufgaben. Das sind so Sachen, die ich einfach zwischendurch mal einfüge. Ne, im Moment haben wir halt das Dino-Tal. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch hier irgendwie weiterhelfen. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Buddeln. Versucht's einfach, ne? Es lohnt sich. Ihr bekommt schöne Gegenstände, die ihr ja sonst nicht bekommt. Die kann man auch, glaube ich, nirgendwo kaufen. Ja, und dann bleibt einfach nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denne. Tschüss.